Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier weiterhin in der zweiten Mission der römischen Kampagne. Und wir haben uns tatsächlich Rom zurückerobert. Ganz genau. Rom gehört Marius. So muss das sein. Und genau, ich frage mich jetzt allerdings, genau, wir können jetzt hier noch einiges an Einheiten bauen. Ich würde sagen, das mache ich doch einfach mal, weil ich ja nicht weiß, was hier alles noch auf uns zukommt, ne? Da unten sind noch welche. Die habe ich beim letzten Mal vielleicht sogar übersehen hier. Die Freaks hier unten. Okay. Alles klar, dann mach die mal kaputt. Weil es kann sein, wir hatten beim letzten Mal die Mission ziemlich abgeschlossen. Und genau, es könnte sein, dass wenn wir die hier platt machen, dass die Mission dann schon vorbei ist. Ja, das kann natürlich gut sein, ja. Aber jetzt haut er natürlich irgendwohin ab. So, Karales, der Wahnsinnige. Komm mal her und mach den mal kaputt. Du bist nämlich schön schnell. 16er Geschwindigkeit hast du. So, mach den kaputt, den römischen Legionär. Der ist einfach nur im Kreis gelaufen, ja. Lustig. So. Nee, es ist noch nicht tatsächlich. Ist noch nicht zu Ende. Ich frage mich jetzt, was ich hier machen soll. Wartet mal. halten Sie so alles. Ach ja. Halten Sie so las Senatoren davon ab, das Kapitol zu zerstören. Sie müssen die Senatoren beseitigen. Okay, aber da muss ich erstmal. Ach, guck mal da unten. Da hinten. Okay, Freunde. Allerdings werde ich erstmal jetzt die Einheitenproduktion hier abwarten. Römische Legionäre, zack, hier. So. Dann sind wir tatsächlich doch noch nicht fertig mit der Mission. Wartet mal. Ach so, ein Bogenschießstand, okay. Ich dachte, das wäre ein Reiterstall. Naja, gut. Haben wir keinen Reiterstall? Nee, tatsächlich nicht. Oh, schaut mal hier. Die machen gar nichts mehr. Ja, gut, okay. Und ja, Freunde, nach wie vor an diesem Sonntagabend, Sonntagabendaufnahme. Ja, neue Arbeitswoche steht wieder an, aber nicht schlimm. Ja, wenn ihr das seht, dann ist wahrscheinlich eh Freitag. Weil es ist eine Freitagsfolge, von daher, ja. Für mich ist das Wochenende bald wieder vorbei. Aber das passt schon. So, wir heben hier weitere Einheiten aus. Wir haben leider nur eine Kaserne, deswegen dauert das echt ein bisschen lange. Wobei, so viele Einheiten brauchen wir gar nicht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach los. So viele Einheiten brauchen wir gar nicht. Kommt! Los, raus hier! Los! Wow, Autosave. Machen wir die einfach als Verstärkung. Ich meine, warum denn nicht, ne? Genau, machen wir die einfach als Verstärkungstruppen. So, wir müssen nämlich hier diesem Weg folgen. Und dann noch einmal so einen Senatoren hier suchen. Der hier bei unserem geilen Angriff in der letzten Folge entkommen ist. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei Empire Earth lohnt sich immer. Da ist der Senator. War es das schon oder war es hier? Ich meine, es kann ja schon sein, dass es das hier schon war, ne? Also, dann macht man hier alles platt. Aber das ist schon ordentlich, ja. Was wir hier haben. Alles klar. Und das noch. Genau. Wunderbar. Den einen Senator haben wir platt gemacht. Sehr gut. Dann wüsste ich jetzt allerdings gerne, wo die anderen sind. Nicht, dass wir jetzt wieder hier... Nicht, dass wir jetzt hier wieder drei Folgen lang suchen. Das hatten wir in der letzten Mission schon und das wäre ziemlich nervig. Aber wartet mal, wenn es Italien ist, dann müsste ja auch hier unten noch was sein. Ne, zum Beispiel hier unten, an dem Zipfel hier. Wenn es tatsächlich Italien ist... Dann müsste es hier weitergehen. Aber... Nee.
Hier ist auch nur Berg. Da kommen wir nicht hin. Okay, da kommen wir also nicht hin. Hat sich hier noch einer verkrümelt? Wartet mal, wo könnte der noch sein? Karte, das haben wir platt gemacht. Das haben wir platt gemacht. Sonst eigentlich... Diesen Hafen haben wir platt gemacht. Nö. Keine Ahnung, wo der noch sein soll. Gut, wisst ihr was? Dann macht mal erkunden. Genau. Dann schicke ich die jetzt alle auf Erkundungstour. Dann erkunden die jetzt für mich die Karte. So. Dann patrouillieren die jetzt nämlich schön hier auf dieser ganzen Insel. Ui. Ja gut, ihr könnt dann auch nochmal erkunden. Genau. Und ja, ich habe jetzt keine Lust, da die ganze die Einheiten zu suchen. Deshalb, ja. Machen wir es lieber so. Weil die Senatoren können sich nicht wehren. Das ist jetzt im Prinzip unser Suchtrupp. Seht ihr das? Die decken für uns jetzt die ganze Karte auf. Und irgendwo müssen die sich ja hier verstecken, ne? Das ist es ja. Irgendwo müssen die ja sein. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Empire Earth. Und, ja, müssen wir jetzt die Senatoren suchen, tatsächlich. So. Wartet mal, könnt ihr hier hin? Nee, könnt ihr nicht, okay. Alles klar. Ihr sucht hier alles ab, das macht ihr gut. Aber, hier oben vielleicht, Da oben vielleicht, ja. Ah, schaut mal. Was haben wir denn jetzt? Sehr schön. Rom wurde zurückerobert und Sullas Diktatur beendet. Marius darf sich jedoch noch nicht beruhigt zurücklehnen. Sein ehemaliger Leutnant Sulla verfügt immer noch über eine recht große Streitmacht im Osten und sobald er von Marius Aktionen hört, wird er zweifellos schnellstens nach Italien zurückkehren. Marius kommt jedoch in die Jahre und ist sich nicht sicher, wie lange er die Bürde des Kampfes für Rom noch tragen kann. Vielleicht ist es bald an der Zeit, das habe ich jetzt nicht mehr gelesen können, dass er zurücktritt oder so. Ja gut, was war denn jetzt hier der fehlende Trigger noch? Naja gut, egal. Wir haben es jedenfalls geschafft. der Sallus kommt bald wieder, von daher... Ja, bin ich mal gespannt, was die dritte Mission für uns bringt. So, kriegen wir bald mal Belagerungswaffen. Das wäre natürlich mega cool. So, Mission 3, Gesellenjahre eines Eroberers. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal. So. Bald nach Marius' triumphaler Rückkehr nach Rom und der Wiedereinsetzung der Republik wurde damit begonnen, die Stadt zur Verteidigung gegen Sullas unvermeidlichen Gegenschlag vorzubereiten. Boten und Legionen wurden nach Osten gesandt, um den verräterischen General zu stellen und seine Soldaten zu überreden, der wahren Armee der Republik den Treueeid zu schwören. Diese Anstrengungen fruchteten allerdings nicht und Sulla schloss einen schnellen Frieden mit seinen Feinden in Kleinasien, um nach Rom zurückzukehren und die Sache zu regeln. Während dieser Zeit wurde Marius krank und starb, bevor er die Vorbereitungen zu einer angemessenen Abwehr abschließen konnte. Er hinterließ eine geschwächte und führerlose Armee, die einen unerfahrenen und verängstigten Senat schützen sollte. Als Sulla schließlich zurückkehrte, währte der Kampf vor den Toren Roms nur kurz. Schnell eroberten seine Legionen das Kapitol und ermöglichten seine Wiedereinsetzung als Diktator. Sulla, rasend vor Wut über die Zerstörung, mit der Marius gegen seine Güter und Anhänger vorgegangen war, verlangte, dass alle früheren Gefolgsleute von Marius aus Italien vertrieben oder sogar exekutiert werden sollten, wenn sie das Land nicht freiwillig verlassen würden. Eine dieser Personen war ein junger Mann namens Gaius Julius Caesar, ein eloquenter Politiker und ein ausgezeichneter Soldat. Sulla nahm Anstoß an seiner Ehe mit der Tochter eines engen Freundes von Marius und befahl Julius, sich scheiden zu lassen, wenn er in Rom bleiben wolle. Julius zeigte bereits damals seinen starken Charakter und trotzte dem Befehl,
Er floh stattdessen von der Halbinsel und suchte nach einer Gelegenheit, sich selbst einen Namen zu machen und schließlich an Sulla Rache zu nehmen. Oh, Julius Caesar. Ja, das, den kennt man natürlich, ne? Den legendären Julius Caesar, okay. Missionsziele: Caesar muss überleben. Finden Sie Minucius Thermus und überbringen Sie Caesar zu ihm. Oha. Okay, das sieht ziemlich heftig aus hier. Das ist die Türkei, glaube ich. Das ist Griechenland. Und hier links, das sollte irgendwie Italien sein, irgendwo. Und, genau. Ja, wir spielen Julius Caesar, der tatsächlich, unser Marius ist gestorben. Sehr traurig, aber das ist dann die Sternstunde von unserem guten Caesar. 80 vor Christus Illyrien. Der junge Julius Caesar geht griechischen Patrouillen aus dem Weg. Sagte, okay. Wir sollen ihn fassen, tot oder lebendig. Ich weiß genau, was ich wählen würde. Ich auch. Okay. Der Caesar. Salve, guter Hafenmeister. Ich suche eine Überfahrt nach Kleinasien. Ich muss Minucius Thermus finden, einen Prätor in Bithynia. Ich habe es eilig, deshalb möchte ich auf dem erstmöglichen Schiff eine Überfahrt buchen. Ah, noch jemand, der vor Sulas Verrat flieht, was? Keine Sorge, ich will keinen Römer anzeigen, der immer noch treu zur Republik steht. Natürlich würde ich euch gern helfen, mein Freund, aber leider habe ich keine Kapitäne im Hafen, die den Weg nach Bithynia kennen. Falls ihr hier die Überfahrt bucht, werdet ihr einfach nach Osten segeln und so lange an der Küste von Kleinasien herumstöbern müssen, bis ihr es gefunden habt. Ich habe einen Bruder, der im Hafen südlich von Athen arbeitet. Wenn ihr dorthin gelangt, richtet ihm aus, ich hätte euch geschickt. Er sollte in der Lage sein, euch einen Kapitän zu beschaffen, der sich in der betreffenden Region besser auskennt. Beide Wege sind gefährlich. Ich danke euch für eure Hilfe in diesen unsicheren Zeiten. Ihr braucht mir nicht zu danken, mein Freund. Passt nur auf euch auf da draußen. Es scheint, als würde eine ganze Menge kleinerer Königreiche die Wirren in Rom dazu nutzen, ihre Nachbarn zu bekriegen. Ich würde euch raten, so lange unterzutauchen, bis Sulla die Macht wieder an den Senat zurückgibt und Roms Legionen wieder an den Grenzen des Reichs patrouillieren können. Das heißt, falls er jemals aufhören sollte, den Diktator zu spielen. Das wäre doch mal ein erstrebenswertes Ziel, den Diktator zu spielen. Naja, gut. Beziehungsweise, dass er aufhört, den Diktator zu spielen. Alles klar, wartet mal gerade. Ah, ich muss mal gerade mein Headset richten. Alles klar. So, bringen Sie Caesar entweder in die Nähe des Docks, der Docks an der Ost- oder an der Westküste und wählen Sie es an, um ein Schiff zu kaufen. Ja, Erhabener? Ja, ich bin doch schon an der Westküste. Aber wahrscheinlich ist es eine bessere Idee, an den Osten zu laufen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal, weil wenn die uns die Auswahl geben zwischen dem und dem. Ach. Aber gut, die kriegst du vielleicht weg, oder? Die kriegst du weg, ja. Die Griechen. Was haben die denn hier? Kavallerie-Bogenschützen. Ja, der Caesar, der heilt sich hoch. Alles gut, Freunde. Für die Glorie von Rom. So, so. Okay. Ah, alles klar. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den beschwerlichen Weg. Weil es hat schon seinen Sinn, dass man das hier aussuchen kann. Oh, weia. Oh, weia. Ah, die sind aber auch einfach kaputt zu machen. Ja, das kriegst du schon hin, Caesar. Du wirst ja wohl mit ein paar Legionen fertig hier. Okay, wunderbar. Das Volk hat gesprochen. So sieht's aus, Caesar. Ah, ja, ja, das sind aber zu viele. Das sind aber zu viele. Okay, alles klar. Ich habe verstanden. Muss ich vielleicht... Oh Gott, das sind aber auch... Das sind aber auch sehr viele. Uiuiuiuiui, okay. Okay, dann mach die kaputt. Ja, die ziehen doch nichts ab. Kommt. Die ziehen doch echt nichts ab. So, die kriege ich aber kaputt. Ich möchte irgendwie unbedingt da zu diesem Hafen hier.
Und nicht den einfachen Weg nehmen. Weil das ist irgendwie zu einfach sonst. Alles klar. Dann sind wir ja jetzt hier an dem Hafen angekommen. Gut. Dann haben wir hier ein Schiffchen. Okay, wunderbar. Ha, seht ihr das? Wir sind näher dran. Ich wusste, dass das für irgendwas gut ist. Ich wusste es einfach. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Minucius Thermus ist in dem aufgedeckten Bereich von Kleinasien auf Ihrer Karte zu finden. Lassen Sie nicht zu, dass der Transportschiff zerstört wird, bevor Sie Kleinasien erreichen. Ach du Scheiße. Ich speichere das mal lieber. Bevor da irgendwas schief geht. Alles klar, wir müssen... Kleinasien nennen die das. Okay, das ist interessant, Freunde. Die Türkei soll also Kleinasien sein. Das finde ich interessant, aber gut. Einfach hier durchschippern. Einfach den direkten Weg nehmen. Boah, okay. Ich dachte schon, ey, ein Schuss und das Schiff wäre halb kaputt, aber nee, das ist der Caesar, der hier halb kaputt ist, okay. Alles klar. Sehr gut, wir sind da. Wir sind da. Hallo. So. Hi. Oh, sieht aus wie die Akropolis. Okay. Julius, es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Während Sulla weiterhin mit dem Versuch beschäftigt ist, seine Macht in Rom zu erhalten, seid ihr hier außerhalb seiner Reichweite und in Sicherheit. Außerdem kann ich eure Hilfe gebrauchen, wenn ihr sie mir geben wollt. König Nikomedes von Bithynia braucht jemanden, der ihm bei seinem Kriegszug gegen Mytilene hilft. Bithynia ist ein Verbündeter Roms und Mytilene hat der Republik kürzlich die Loyalität aufgekündigt. Ich brauche also einen guten Krieger, der eine Legion führt und ihnen eine Lektion erteilt. Ich habe bereits einige Männer ausgewählt. Führt sie einfach nach Norden zu Nikomedes Kapitol und trefft euch dort mit ihm, um Kriegspläne zu schmieden. Aha, okay. Wow, krass. Ah, schaut mal hier. Römische Legionäre in Griechenland. Ja, das ist natürlich geil. Okay, Freunde. Ja, die Karte, ne, die zeigt's auch schon. Ne? Es war richtig gut, dass wir den weiter entfernten Hafen genommen haben. Boah, schau dir diese Türme an hier. Pff, schon übel. Okay, was müssen wir machen? Bringen Sie Caesar zum Kapitol von Bethanien in der Nähe der Nordküste Kleinasiens, um sich dort mit Nikomedes zu treffen. Okay. Männer, komm mit. Was bist du? Was steht da? Bithynia. Okay. Alles klar. Dann kommt mal bitte hier hoch. Hi. Okay. Alles klar. Ah, hier ist er. Diplomat. Okay. Oh, da sind noch mehr. Schau dich das an. Persische Unsterbliche. Krass. So, dann wandern wir mal hier hoch. Das ist ja alles nicht so schwer. Braucht man auch mal nach der letzten, nach der miesen russischen Kampagne, braucht man einfach mal was Leichtes. So. Dann kommt hier rein. Los. Julius Caesar ist da. Boah, guck mal, die Schiffe. Richtig cool. So, ihr seid also Julius Caesar. Nun, Minucius sagt mir, dass ich euch vertrauen kann. Wir werden ja sehen. Ich möchte, dass ihr eure Legion nehmt und mit ihr eine Goldmine südöstlich von hier zurückerobert, die ich an die Rebellen von Mytilene verloren habe. Ich werde euch zusätzlich zu den Nahrungsmitteln und den Vorräten für eure Soldaten einige Arbeiter mitgeben. Sobald ihr die Mine zurückgewonnen habt, sendet mir 200 Gold als Beweis, dass sie wieder in Betrieb ist. Wenn das erledigt ist, können wir mit unserem Feldzug gegen diese Rebellen beginnen. Okay. Ich hoffe, dass das Tribut zahlen... Ah, sehr gut. Hier unten ist die Goldmine. Okay, wir müssen eine Goldmine ja, wieder zurückerobern. Genau, bringen Sie die Bergarbeiter in das aufgedeckte Gebiet Ihrer Karte. Erobern Sie es und zahlen Sie Bethanien 200 Gold ab Einheit Tribut
Wenn sie bereit sind, sollten sie das Gold nicht übergeben, führt dies zur Niederlage. Was? Ich hoffe, dass das hier funktioniert. Ich hoffe, dass das hier funktioniert mit dem Tribut. Ich hoffe es sehr, weil sonst wäre das blöd. So, wie kommen wir denn jetzt hier hoch, sagt mal. Warte mal, Bürger? Wo seid ihr? Da sind die Bürger. So, und hier sind die Rebellen. Griechen. Okay. Persische Kavallerie. Wow. Nicht schlecht. Wow, die ziehen einiges ab, muss ich sagen. Aber ja, passt schon. Da kommen die Bürger. So, hier ist die Goldmine. Alles klar, dann geht ihr mal bitte wieder. Wie gesagt, ich hoffe... Ich hoffe, dass das klappt, weil sonst wird das schwierig. Hm. Okay, warten wir mal ab. Also, wir müssen jetzt hier erstmal die 200 Gold... Ach du Heilige, was? Da sind Mithil. Ach du Heilige. What? Okay, okay, dann lass die einfach im Kreis sich bewegen. Okay, lass die sich im Kreis bewegen. Okay, wunderbar. Julius Caesar. Sauber. Sauber, Männer. Sehr schön. Alles klar. Was habt ihr gut gemacht? Oh Gott, ich hoffe, dass das klappt mit dem scheiß Tribut. Oh Mann, bitte nicht, ey. Bitte jetzt, weil ich, da kommt irgendwie mir jetzt was hoch. Eine Erinnerung hoch von der Krokodilmission in der Russenkampagne. Ich hoffe, dass das klappt mit dem... mit den Tributen. Ach du Scheiße! Boah, die machen einiges an Schaden hier. Persische Kavallerie, ja. So. So. Schön im Gleichschritt hier. So, sehr schön. Tribute? Ne, es geht scheinbar nicht, ne? Ja, gut, okay. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Funktion nicht verbuggt ist. So. Alle im Gleichschritt hier. Zack, zack. So muss das sein. Alles klar. Du solltest lieber Einheiten hochheilen. Oh, geht gar nicht. Oh. Caesar ist kein Heiler. Haha, Caesar ist ein Krieger, ja klar. Ist ja logisch auch. Schaut euch das an. Im Gleichschritt. Zack, zack, zack. Das sieht cool aus. So. 182, genau. Dann haben wir es ja gleich, die 200 Gold, ne? So, dann bin ich jetzt mal gleich mal gespannt. Ich fürchte ja tatsächlich, dass das wieder hier nicht klappt. Mit dem Tribut. Bringen Sie die Bergarbeiter in das aufgedeckte Gebiet Ihrer Karte. Erobern Sie es und zahlen Sie Bethanien 200 Goldeinheiten Tribut, wenn Sie bereit sind. Sollten Sie das Gold nicht übergeben, führt dies zur Niederlage. Ihr seid lustig. Jetzt habe ich hier natürlich wieder einen Bug drin. Ne? Das ist natürlich... Ja... Das fehlt, das fehlt. Das ist ein Problem. Das ist leider ein gottverdammtes Problem. Führt dies zur Niederlage. Ich warte immer noch auf mein Gold, junger Mann. Hallo? War diese Aufgabe etwa zu schwer für euch? Jetzt warte doch mal ein bisschen. Jetzt warte doch mal ein bisschen. Ich kann dir nichts geben. Hallo, die Funktion gibt es nicht. Naja, gut, Freunde. Ja. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht hängen. Aber das trifft sich ganz gut zum Folgenende.
Ich würde mal sagen, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ich probiere bis zum nächsten Mal rauszufinden, was es damit auf sich hat. Und ja, dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ja? Tschüss.